Haben wir genau pünktlich getimed. Bedrohlich, bedrohlich. Huch, ach da, da, da. Spinnen überall. Habe ich die Tür da oben zugemacht? I hope doch mal so. Super, das heißt, gute Nacht. Njam, 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 njam. Einkuscheln, einkuscheln, einkuscheln. Und da sind wir wieder. Zwei Kuscheln, da sind wir aufgewacht. Und mit Obsidian in der Tasche verlassen wir die Hütte wieder und laufen in Richtung unseres tollen Fernsehers. Und da brennt gerade was auf dem Felde und links und rechts brennt hier irgendwas. Und zwar Skelette, wie ich gerade höre. Ja Mensch, da kokeln die fröhlich vor sich hin. Wenn sie nichts Besseres zu tun haben, meine Güte, wer will es ihnen verbieten? So, jetzt nur gucken, dass wir hier nicht wieder irgendeinen menschlichen Unrat drin haben, beziehungsweise unmenschlich in dem Falle. Gut. So, Obsidian. Sieh mal einer an, Obsidian. Zack. Und fertig ist die Fernsehwand. Jetzt müssten wir hier theoretisch auch noch irgendwie Sofen anbringen. Huch. Also ein Sofa, nicht Sofen, sondern ein Sofa. Ach da, ich dachte schon, ich habe die andere Spitzhacke weggelegt und habe das vergessen. So, machen wir hier hin so ein bisschen. Da ist doch eigentlich gut, ne? Kann mir jemand verraten, warum ich das hier gerade rausgehauen habe? Hat das keiner gesehen? Gut. Wie peinlich, warum haue ich das jetzt raus? Das wollte ich überhaupt gar nicht. Naja gut, dann hauen wir es mal wieder zu. Dann machen wir mal schnell hier. Das sieht ja keiner. Einfach schnell papp, papp, papp. So, behaupte ich einfach, das ist extra. Das war übrigens extra. Das habe ich einfach mal so gemacht, weil das macht man einfach so. Und dann machen wir hier, zack, zack, zack. Machen wir eine schöne Fernsehbank hin. Und was man hierhin macht, weiß ich gar nicht. Müsste man eigentlich auch Bücherregal oder irgendwas. Und theoretisch müsste man hier noch so ein bisschen Holz, Holz und da auch noch ein bisschen Holz, Holz. Damit das alles so Hand in Hand geht. Noch theoretischer könnte man hier dicht machen. Oder. Warte, mache ich das aus Holz oder mache ich das aus Stein? Ich probiere es mal aus Stein. Ne? Mal gucken, was da... Ach, da ist ja das Fenster. Das müsste ich eigentlich die zwei nach hier vorne setzen, das Fenster. Das wäre genau richtig. Ja, das war jetzt genau falsch eigentlich. Naja. So, probieren wir mal. Nipp, nipp. Nipp, mal gucken, wie es aussehen wird. Nipp, nipp, nipp. Oder vielleicht, ich weiß, wir haben ja noch genug Cleanstone in der Monsterfalle. Brauchen wir uns da keine Gedanken drum zu machen. So vielleicht. Sieht einfach ein bisschen, naja, ein bisschen wohnlicher aus. Und wir können theoretisch hier auch nochmal so. Keine Ahnung, ob es da was aussieht. Das kann ich jetzt gerade gar nicht beurteilen so richtig. Oder wir machen das mal nicht dahin. Wupp. Wupp. Sondern wupp dahin und... Na, dahin. Hab da gerade überhaupt keine Meinung zu. Da können wir ein Bild aufhängen. Haben wir denn Wolle da... haben wir ja sowieso nicht da. Was rede ich denn da überhaupt? Das kann weg, das kann weg. Die Bücher können erstmal weg. Pfeile behalten wir. Das Silber kann erstmal weg. Die Dinger können erstmal weg. Die gelben anderen haben wir nicht mehr. Okay. Steinaxt behalten wir mal. Das Papier kann weg. Das Schild müssen wir auf jeden Fall behalten. Hier könnte man irgendwie... Naja, weiß ich auch nicht. So, hier müsste man nicht den Boden rausreißen und auch alles mit Wolle auskleiden. Aber die meiste Wolle steckt ja hier im Wolkenpalazzo und ich habe noch nicht mal eine Schere, um neue anzufertigen. Wie peinlich. So, und die Kiste da oben müsste ich eigentlich auch wegbrechen und noch einen Cleanstone dahin machen.
Oder es müsste eigentlich auch ein früher aufhören, normalerweise. Naja. So, pass mal auf. Da oben muss ich leider leer lassen. Dafür kann ich jetzt mal versuchen, hier, weil es so schön ist. Haben wir denn zufällig noch? Ja, haben wir zufällig noch. Dann machen wir das mal so, 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 so. Mal gucken, wie es aussieht. Ja, die Kiste stört einfach. Die muss da eigentlich weg. Dann kann man hier so ein bisschen aufs Gemüse gucken. Und vom Gemüse aus kann man hier auch so ein bisschen, ne, da reingucken. Naja, naja. Hier sind zwei, hier sind zwei. Das Glasfenster müsste zwei nach rechts eigentlich. Kann ich das einfach mal so bewerkstelligen? Ich weiß es gar nicht. Ich möchte das nicht wieder so unnötig herauszögern, deswegen dachte ich mir, gehe ich das mal gleich an. So, mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir hier wegruppen müssen und wie weit der Berg jetzt nach vorne geht und ob das dann blöd aussieht, auch von außen. Das werden wir gleich herausfinden, aber zumindest... Zumindest wisst ihr ja so langsam, was es wird. Dann kann man hier auch sehr schön gucken, wer vor der Türe steht, wenn es klingelt. Habe ich nicht die Schaufel dabei? Ja, ich habe die Schaufel dabei. Das ist ja unfassbar. So, hinfort mit dir. Du seichtes Erdenreich. Okay, hier dann bitte, das kommt dann auch weg, da mache ich jetzt überall nur noch Erde hin. RD, da bist du ja. So, Bücherregal brauchen wir ja nicht. Ist erstaunlich, aber wahr. So, machen wir hier auch mal. Na, nee, das reicht nicht. Naja. Ich dachte, das könnte reichen. Leider nicht. Egal, können wir uns später drum kümmern. Jetzt machen wir hier erstmal leider wieder die Scheiben weg. Pam! 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 Und pam! Haben natürlich aber nur noch 8 Glas dabei, so dass es... Oh, sogar reichen wird. Und ich habe, glaube ich, zu viel weggemacht, wie es aussieht. Gut. Soll ja der Schaden nicht sein. Können wir später immer noch ausbessern. Ist ja alles... Ist ja alles relativ hier. So, zack. Und jetzt haben wir ja ein schönes Wohnzimmer mit Aussicht. Und dann müssten wir da eigentlich die Ecke noch ein bisschen wegreißen. Dann könnten wir besser rausgucken. Ne, eine Tür machen wir da nicht rein. Vielleicht können wir da noch ein Fenster reinhauen. Ich weiß nicht so genau. So, warte mal. Dann gehen wir mal darüber. Sammeln den... Ach, eine Kuh. Ich dachte gerade, ich rechne immer mit einem Creeper oder irgendwas. Aber es war nur die Keyboard-Cow. So, dann haben wir von hier diese Aussicht. Wenn ich jetzt aber da mit der Spitzhacke ein bisschen weghaue. Und stattdessen einfach mal... So. Ich probiere gerade... naja. Nichts Effektives. Ich probiere gerade nur ein bisschen bessere Aussicht zu kriegen von innen. Und mal schauen, wie es da jetzt ausschaut. Hier müssten wir theoretisch auch noch... Nicht nur theoretisch, hier müssen wir auch noch ausbessern. So, jetzt kann man da auch mal ein bisschen in die Ferne schweifen. Doch, das Gute liegt so nah. Jetzt müssten wir ja auch noch Türen einbauen. Habe ich das Eisen hier? Mache ich da Eisentüren oder Holztüren hin? Ich weiß nicht. So, mal schauen. Was haben wir denn da? Zack, zack. Nicht. Zack, zack.
Eins, zwei. Eisen oder Holz? Ich probier mal, wie es aussieht mit Eisentüren. Zack, 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 zack. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist dann natürlich... Ich weiß, wie geht denn der jetzt eigentlich? Nee, das will ich ja nicht. Oder war der so? Habe ich schon wieder alles vergessen. Das will ich ja gar nicht. Ah, natürlich. Ja, 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 natürlich. Hier so. Und es wird dunkel. Dann machen wir hier mal eben so zwei Dinger hin. Na komm, wir pesen erstmal rüber. Erstmal legen wir uns pennen. Das machen wir dann morgen früh fertig, weil ich noch gucken muss, wie ich das mit dem Knopf am besten mache. So, huch. Na, jetzt hier aber. So, gute Nacht. Okay. Wird ja langsam. Das Blöde ist halt, dass die ganzen Detailarbeiten immer am meisten Zeit kosten. Das ist die typische Projektrechnung, dass man, das ist in jedem Projekt so, 80% der Arbeit erledigt man in 20% der Zeit und dann kommt 20% der Arbeit, für die man 80% der Zeit braucht. Das ist bei jedem einzelnen Projekt so. Ich glaube, das war sogar schon in der Schule so. Hier ist aber die Frage, wie machen wir das denn am besten? Nein! Ach, hör auf! Guck dir das mal an! Hundis! Hundertschaften von Hundis! Hier, friss Knochen, du Sau! Ja, und du friss auch einen Knochen, du Sau! Jetzt bleib doch mal stehen! Nein, nimm noch einen! Ja, super Hundi! 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 Hier kommt der Liebesknochen! Jawohl! Folgt mir, meine kleinen Kläffer! So, la 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 la, Hundi Hundi tralala, la 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 la, schnuff die duft die duff. Na, dann kommt doch mal auf die Wiese zum Spielen, wo der große Hirtenhund da oben hängt. Na, jetzt bleib doch mal, jetzt bleib doch mal, jetzt bleib doch mal stehen. Ja, ist ja, ja, ist ja gut. Ja, ist ja, jetzt ist ja... Hilfe, wer ist denn hier noch? Da ist ja noch einer. Meine Armee wächst stetig. Eines Tages werde ich über diese Lande herrschen. Und ich werde der König sein von Hundonistan. Was ja ein totaler Scheißname ist. Naja. So, wollen wir nochmal ganz kurz... Nee, ich wollte ja nur mal sauber regnen lassen. Ach, schön ist das mit den Hunden. Und ja, ich weiß, das spawnt so lange nichts großartig auf dem Gelände, solange die Hunde da rumhängen. Aber die lassen wir später natürlich noch umziehen. Dann machen wir hier vielleicht noch einen... Na, kein Hundezwinger, sondern mehr so eine Hunde... Ranch? Keine Ahnung, was man, wie man das nennt. Eine Hundezucht. So, jetzt laufe ich hier völlig angefixt durch die Gegend und denke, ich finde hier gleich noch eine Hundertschaft von Hunden. Ist doch immer so, wenn man gerade welche gefunden hat, dann denkt man sich, oh, jetzt finde ich bestimmt noch so welche, jetzt habe ich gerade Glück. So ein bisschen wie im Casino, wenn man gerade gewonnen hat, oh, jetzt habe ich aber eine Glückssträhne. Was ist das denn hier?